Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und eigentlich wollte ich kein Video darüber machen, aber als ich dann gesehen habe, dass diese kleinen Figürchen, die Transformers, ja Megatron, sich im Hafen auf den Schiffen noch bewegen, da habe ich es mir anders überlegt und dann noch schnell für Azurlane dasselbe, weil unterm Strich ist es, das ist ja fast Werbung, was ich hier mache, aber die Dinge bewegen sich. Die kleinen Scheiß-Roboter bewegen sich da drauf. Und ja, das sind die Transformers. Das ist Optimus Prime, das ist Bumblebee, das ist Megatron. Und was ich nicht ganz verstehe, ein Ding namens Rumble? Also, ich habe nicht sehr viel von den Transformers gesehen. Aber ich bin auch nicht die dümmste Pflaume in der Keksdose. Und ich kann mich daran erinnern, dass Soundwave verschiedene Kassetten hat. Und Rumble ist doch eine Scheiß-Kassette von Soundwave. Who the fuck Soundwave? Also, nur mal so nebenbei. Hier im Hintergrund seht ihr noch die unterschiedlichen Varianten. Bumblebee in der Gearing, den Optimus Prime in der Montana, den Rumble in der Khabarovsk und natürlich Megatron, den jeder kennt im großen Kurfürsten. Und natürlich sind wir pro Decepticons, weil die einfach die cooleren Schiffe haben, auch wenn die Autobots... Warum haben sich die überhaupt in Autos verwandelt? Why? Naja, ist ganz egal. Jedenfalls, das ist die Kooperation mit Transformers und dem Hasbro-Konzern. Und wenn ich schon dabei bin, gibt es natürlich auch noch die Informationen zu den neuen Azurlane-Schiffen, die es erweitert gibt, nämlich Dilitorio, Stufe 8, Roma, Schlachtschiff der italienischen Marine in einem anderen Gewand. Und dann werdet ihr hier auch noch später sehen, und ja, die sieht ein bisschen ja, nicht so gut aus wie bekannt, also wie es bekannt ist. Und natürlich die Rosia, da haben wir sie, Sowetskaya Rosia, die Sowjetski Sojus Stufe 9, russisches Schlachtschiff. Ich weiß, viele haben die alten Schiffe verpasst, da hätten wir verschiedene Kapitäne und verschiedene naja, Schiffe. Schiffe der Nelson, Hood, Admiral Hipper, Cleveland, Enterprise, Atago, Belfast und Dunkirk, Klasse für die permanente Tarnung. Wir haben noch die Azurlane, Yukikaze, Montpellier und dann jetzt die Littorio und die Rosia. Wir haben die ganzen Kapitäne von Azuma bis zu, ach Gott, Yatzen und wie sie alle heißen und die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und es sind schon einige Schiffe, welche man sich dann in einem Azurlane Armada Paket für einen stolzen Preis von 163 Euro oder noch anderen Varianten kaufen kann. Und natürlich hat jeder Kapitän ein, hoffe mal, einzigartiges Sounddesign. Hoffe mal. Zumindest von einigen weiß ich das sicher. Und sie haben auch separate Töne, wie zum Beispiel, wenn getroffen wird. Von daher, es gibt viel zu viel Kooperation in letzter Zeit. Und von mir aus so wird sich das Spiel auch rentieren. Im Hintergrund seht ihr übrigens noch die verschiedenen Schiffe, die jetzt neu dazukommen oder die es jetzt noch zu kaufen gibt. Schlagt zu, wo ihr Fans seid. Das kann man alles ausmachen für all jene, die beunruhigt sind, dass in Kürze nur noch Transformers, Decepticons und Azurlane-Schiffe herumfahren. Also es ist für jeden was dabei. So, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an, aber ich habe auch leicht reden. Als Kontributor werde ich, glaube, vielleicht, ich hoffe, das zum Präsentieren in den Arsch geschoben bekommen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.